Hey, hey, Dennis Correa, herzlich willkommen zu Bitcoin Informantshow 317 heute am 13. März 2018. Wir sprechen über Genesis Mining und die Unterlassungsklage, Crypto Tomatoes durch Bitcoin Mining und den ersten Bitcoin Kreisverkehr in Slowenien. Wir beginnen mit dem Preis. Ja, gestern sah es gut aus. Wir sind gestern Morgen bis auf 9.800 hochgelaufen, sind dann gestern Abend auf 8.700 wieder runter und stehen aktuell bei 9.205 Dollar. Mal gucken, ob es wieder hochgeht oder runtergeht. Der Bitcoin weiß noch nicht so recht, wo er hin soll. Ja, die 10.000 scheint wirklich wieder so eine Hürde zu sein, ja, die es nochmal nachhaltig zu knacken gibt. Ich persönlich glaube, ja, dass das wirklich noch mal eine Chance ist, günstig den Bitcoin einzukaufen unter 10.000. Ich glaube, dass wir ja in naher Zukunft hier noch ganz andere Preise sehen werden. Ja, ich habe es ja auch gestern schon im Video bereits erwähnt, ja, wie andere Leute dazu stehen. Aber lass uns mal über das Thema Cloud Mining, Bitcoin Mining sprechen. Genesis Mining, einer der größten Cloud Mining Anbieter weltweit, ja, hat eine Unterlassungsklage bekommen, ja, vom Staat South Carolina in den USA. Und ja, das wurde vor 4 Tagen rausgegeben, am 9. März. Das betrifft aber nicht nur Genesis Mining, sondern auch eine zweite Firma, die Swiss Global Incorporated. Keine Ahnung, wer das jetzt ist. Und ja, die Mining-Verträge, die Cloud-Mining-Verträge, die Genesis Mining verkauft, ja, wurden unter anderem auch an Leute in Süd Carolina, South Carolina verkauft und gelten dort laut Gesetz als Wertpapiere. Und deshalb hätte Genesis Mining sich dort registrieren müssen, als wahrscheinlich als Wertpapierhändler. Und ja, wenn man sowas macht, dann heißt es natürlich durch viele Hürden durchgehen und so weiter und so fort. Und ja, das ist etwas, was ich glaube ich mir kaum vorstellen kann, dass das irgendwelche Cloud-Mining-Unternehmen machen. Aber es ist jetzt ja sehr, sehr interessant zu sehen, denn die USA, verschiedene Staaten, sei es auch in Texas, ja, haben jetzt öfters mal Unterlassungserklärungen, Unterlassungsklagen rausgegeben und ja, den bestimmten Firmen verboten, an ihre Bürger etwas zu verkaufen, weil es Security sind, Wertpapiere sind. Und das wird jetzt ja wirklich sehr, sehr interessant sein, das Ganze zu beobachten. Ich selber kenne Genesis Mining, habe dort aber kein Cloud Mining gekauft, also ich nutze es selber nicht, aber ich kenne sehr, sehr viele Leute, die das nutzen und ich weiß, sie sind groß und weltweit aktiv und sie dürfen jetzt keine, ja, Cloud Mining Verträge mehr dort in Südcarolina verkaufen, auch in Zukunft nicht, aber sie haben die Möglichkeit, ein Hearing, ja, eine Anhörung dort wahrzunehmen, um halt sich zu erklären. Und das bleibt jetzt wirklich sehr, sehr spannend, ja, was dort passiert. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass diese Anhörung stattfindet, denn sollte Genesis Mining da quasi sagen, ja, okay, wir müssen uns registrieren und so weiter, das hätte weitreichende Folgen für das Cloud Mining im Gesamten. Ich vermute, sie werden einfach sagen, hey, wenn du aus South Carolina bist, kannst du bei uns nichts kaufen. Wie es bei ICOs ist, ja, als Amerikaner darfst du nicht dran teilnehmen bei vielen ICOs und so weiter und so fort. Und ja, bleibt sehr, sehr spannend, das zu beobachten. Genesis Mining hat, soweit ich es sehen konnte, sich noch nicht dazu geäußert. Ja, also werde ich es weiter beobachten. Ja, dann kommen wir nochmal zu meinem Thema, ja, was immer wieder angesprochen wird, die Energieverschwendung vom Bitcoin Mining. Und jetzt gibt es jemanden, der ja nicht die Energie quasi, sagen wir das Nebenprodukt beim Bitcoin Mining, nämlich die Hitze, verwendet, um Tomaten zu züchten, ja. Und der Co-Founder vom Cryptocurrency Exchange in der Tschechischen Republik, Nakamoto X, ja, er hat ein Blockchain-Startup gegründet, um halt, ja, Tomaten zu züchten mit der Abwärme vom Bitcoin-Mining. Und er hat gesagt, hey Leute, das ist schon alles operational, also es funktioniert alles schon, ja, und wir benutzen die Wärme, um unser Greenhouse, ja, unser Gewächshaus zu heizen. Und ja, ich würde sagen, hey, demnächst gibt es ja, Crypto Tomatoes, ja, die Marke und so weiter, wo das überall dann verkaufbar sein wird, erhältlich sein wird, das steht noch nicht ganz fest. Aber sehr, sehr interessant, sehr, sehr innovativ, wie ich finde, ja. Wenn man schon Mining betreibt, dann warum nicht das Produkt, die Abwärme nutzen, um ja ein weiteres Business damit zu starten, zu bereichern. Und er sagt, ursprünglich wollten wir es gar nicht mit Tomaten machen, sondern wir wollten das mit Marihuana machen, der bösen Marihuana-Pflanze für medizinisches Marihuana. Ja,
war. Und er hat gesagt, ja, die Hürden, die regulatorischen Hürden waren einfach viel zu groß. Deswegen haben wir uns halt für Tomaten entschieden. Und ja, sehr, sehr spannend, wie das hier sich alles entwickelt. Ich glaube, in Zukunft werden wir noch viele, viele solcher Projekte sehen, ja, die einfach Sinn ergeben. Denn die meisten meiner ja im Moment stehen halt irgendwo in kälteren Regionen, wo man halt nicht ja, irgendwie kühlen muss das Equipment. Und da wird die Energie quasi ja, nicht weiter verwendet, die Wärmeenergie. Hier, ganz interessanter Ansatz, wie ich finde. Ja, dann gucken wir mal nach Slowenien. Ja, da gibt es ein neues Projekt, ein Bitcoin-Monument. Ich weiß nicht, wie die Stadt ausgesprochen wird. Es ist die viertgrößte Stadt in Slowenien. Keine Ahnung, Kranji. Keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht. Aber dort gibt es jetzt ein Bitcoin-Monument. Ein Monument, den Bitcoin-Kreisel. Ja, der wird jetzt, ich glaube, heute ist es, ja. Offiziell eröffnet, ja, heute am 13. März wird ja offiziell eröffnet, der Kreisel vom Bürgermeister und so weiter. Und es geht halt darum, ein bisschen, ja, die Awareness zu vergrößern für Bitcoin, für die digitale Revolution. Und sie wollen halt einfach eine Message senden, eine Nachricht an die Welt, sagen, hey, wir sind in Slowenien offen für Digitalisierung, wir wollen neue Technologien nach vorne bringen. Es geht um Progressive Thinking, ja, und es geht wirklich auch um die Blockchain und um die Zukunft und Qualität hier in unserem Land, ja. Sehr, sehr spannend, das Ganze. Also die Bilder gehen seit gestern durch die Social Medien, Twitter und so weiter und so fort. Ich blende das Bild auch hier nochmal ein vom Kreisel. Sieht sehr, sehr cool aus, ja. Und ja, es soll einfach auch zeigen, ja, dass sie in Slowenien wirklich die Nation werden wollen in der Europäischen Union, wo ein ja, nationales Blockchain-Ökosystem entsteht und das wirklich heraussticht, ja, unter allen anderen Nationen. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr cool, finde ich. Ja, dein Blockchain-Monument, dein Bitcoin-Monument. Wahrscheinlich werden wir in Zukunft da auch noch solche Monumente sehen. So. Und dann in ein paar tausend Jahren in der Zukunft sind dann überall diese Bs. Ja, und die Leute fragen sich dann später, was waren das nochmal für Bs? Für den Fall, dass alle unsere Daten mal verloren gehen, ja. Aber sehr, 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 sehr cool, was gerade dort abgeht, Slowenien. Also, Thumbs up für euch. Gucke mal auf Coin Market Cap, die Marktkapitalisierung aktuell 373 Milliarden, Trading Volumen 15,6 Milliarden, Bitcoin Dominance 41,8%. Gestern Morgen war alles grün, hat sich natürlich nochmal gedreht und heute Morgen ist so gut wie alles rot, ja, wenn wir uns mal angucken. Ist wieder alles im Minus. Ripple steht nur noch bei 79 Cent. Ethereum nur noch bei 699 Dollar. Litecoin 176 Dollar. Dann hat verloren Monero 258 Dollar nur noch. 8% Minus. Aber ein Wert aus den Top 20 ist gut im Plus. Das ist NEM mit 18% Plus. Steht aktuell bei 41 Cent. Wenn wir uns mal die Top-Gewinner angucken, das ist NEM in den letzten 24 Stunden mit den 18%. Und Top-Verlierer ist iOS Token mit 11% Minus. Also wieder viel Bewegung drin für die Trader unter euch. Ja, gute Chancen, Geld zu verdienen, wenn man weiß, was man tut. Ja, by the dip. Wenn man halt wüsste, wann er ist. Aber das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Thumbs up da, gebt mir ein Upvote auf Steam mit und ja, teilt dieses Video mit euren Freunden, mit euren Bekannten, mit den Menschen, die sich auch fürs Thema Bitcoin und Kryptowährung interessieren oder interessieren sollten, denn wir stehen am Anfang einer massiven Revolution. Also Leute, ich bin raus. Ich sage wie immer, macht gut, schwenkt den Hut. Let's fight the forces of evil in Bitcoin and cryptocurrency we trust. Bam!